Wir suchen dich. Elbköppe TV, Urbex Pilgern und Outdoor. Ja, Freunde, und hiermit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, dass es heute nicht flackern wird, denn ich habe es jetzt mit der GoPro versucht, das hat leider nicht funktioniert, deswegen nehme ich jetzt weiterhin meine Logitech, die übrigens sehr, sehr teuer war. Schäm dich, dass du nicht richtig gehst. Aber bis jetzt sieht das Bild stabil aus, ich hoffe, es bleibt so. Also, Freunde, ich hatte ja neulich ein Video gemacht, wieso ich niemanden mehr mit auf Tour nehme. Also, niemanden in Anführungsstrichen Unerfahrene. Das bleibt auch bestehen. Allerdings suchen wir andere Kanäle, die mit uns kooperieren wollen, dass man mal auf lange Sicht so ein festes Team bildet für... Ah, jetzt fängt es wieder an zu flaggern, ich kann es leider nicht ändern. No, God, please, no, no! Die mit uns quasi ja, ein Team bilden, mit dem man regelmäßig mal auf Lost Place Tour gehen kann. Wir suchen vor allem Leute, die auch Bock haben, im Outdoor-Bereich ganz viel zu machen und auch Bock haben, ja, so auf Aktionen wie Pilgern, Wandern, was weiß ich, nächstes Jahr auf dem Mammutmarsch. Also was eben. Hallo! Guck mal! 24 Stunden überleben in einem Tiny House. Bei Lost Place sage ich hier und jetzt ganz ehrlich, nur mit Erfahrung. Ich nehme keine Neulinge mit. Das sage ich hier deutlich und ehrlich. Und wenn sich jemand bei uns fürs Elbkippe-Team, weil jetzt geht es wirklich darum, wir suchen andere Kanäle, ja. Wir suchen aber auch ein paar Leute, die Bock haben, vor der Kamera zu sein, die auch Bock haben, mal zu moderieren. Also überwiegend ist natürlich mein Kanal, aber ich suche halt oder baue mir zu dem Team, was es schon gibt, was ja momentan leider sehr wenig Zeit hat, brauchen wir ein paar neue Gesichter. Wichtig ist, du hast Bock, vor der Kamera zu sein, du hast Bock, hinter der Kamera zu sein, du hast Bock, die Kamera auch mal zu halten und zu führen, neue Ideen einzubringen, vielleicht auch neue Ideen umzusetzen, vielleicht sogar auch eigene Videos zu machen, die auf dem Kanal veröffentlicht werden sollen, dann ja, schreibt mich gerne an bei Instagram oder whatever. Ich schreibe hier unten eine E-Mail rein, da könnt ihr euch bei mir melden. Also was, ja, suchen wir. Wichtig ist, wie gesagt, und jetzt kommt das, also es ist wirklich, das ist essentiell wichtig, um bei uns aufgenommen zu werden. Das gilt auch für andere Kanäle. Du musst mindestens, oder ihr müsst mindestens 18 sein. Das ist für mich Voraussetzung. Ich gehe mit keinen minderjährigen Leuten los. Einfach um, das ist einfach, weil es eben ein gefährliches Hobby ist beim Lost Place. So, und in Sachen Bausubstanz kann ich euch auch noch mal ganz kurz ein Statement geben, beziehungsweise das Statement setzt sich gerade selber. Seht ihr das da? Nein, ich gehe diese Treppe nicht hoch. Ihr müsst Erfahrung haben. Das heißt, ihr wart nicht erst auf zwei Locations und denkt jetzt, ihr habt Erfahrung, sondern ihr macht das mindestens 1, 2, 3 Jahre und habt wirklich Erfahrung und wisst, worauf ihr euch einlasst. Dann beim Wandern, wie gesagt, beim Pilgern ist mir das egal. Also das Alter ist nach wie vor 18, bleibt auch. Aber beim Pilgern, wenn du Bock hast, auf, wenn jetzt einer dabei ist, der sagt, ich habe aber nur Bock auf Pilgern oder Outdoor im Wald oder Durchschlagübungen. Wir wollen wirklich, ich suche wirklich Leute, die darauf Bock haben. Weil leider ist mein Team momentan wirklich wenig existent und alleine machen solche Aktionen keinen Spaß. Und man sieht es ja bei Fritz Meinecke, der macht es ja auch mit Martin zusammen. Dann rennen die zusammen mit Keks und mit Bommel und so weiter. Und die machen ja auch alle ihre einzelnen Kanäle oder Instagram-Sachen. Und genau so will ich das auch. Deswegen hier der Aufruf an Outdoor-Kanäle, die Bock haben, mal was zu machen und nicht nur rumschnacken, weil in letzter Zeit habe ich zu viel Schnackerei erlebt und es nervt mich. Ne? Das Wichtige ist eben, wenn man etwas abmacht, dass man es einhält. Wenn es nicht funktioniert, dann weil man krank ist, weil man gerade Vater wird, was weiß ich, halt solche Sachen, dann ist das natürlich in Ordnung. Oder wenn man eben sagt, man fühlt sich nicht. Das kann immer passieren. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Leute, die immer sagen, ja, ich habe voll Bock auf Lost Place. Und ich wirklich, ich habe die letzten Jahre so viel Müll erlebt und so viel Schnacker. Und ich habe gerade heute meine Liste durchsortiert und habe so viele aus der Lost Place-Szene gelöscht, weil ich mir sage, Alter, kein Bock mehr auf euch. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf das Gesabbel. Und ich weiß selber, wie das ist. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto. Für mich ist das auch nicht leicht, aber ich setze mich auch in die Bahn, das wissen viele auch. Und ja, wer damit kein Problem hat, auch mal mit der Bahn zu fahren, jetzt einer bewertet und sagt, ich habe auch keinen Führerschein und kein Auto, ist überhaupt kein Thema. Darum geht es mir nicht. Ne? Es geht wirklich darum, Regelmäßigkeit, nicht ständig Ausflüchte suchen, weil ich sage es ganz ehrlich, wenn das in der Anfangszeit, wir planen was oder wollen was planen und ich frage und diese Personen, die sich jetzt bei mir meinetwegen bewerben, sagen immer, ja, da kann ich nicht und da kann ich nicht oder sagt ständig ab, dann bist du ganz schnell wieder raus aus der Nummer. Okay, tschüss. Das gilt so wie für Kanäle, wie für andere Kanäle, als eben auch für Bewerber für das Elbköppe-Team.
Und weil ich wirklich, ich mache da kurzen Prozess. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich nehme das hier schon ernst. Ja, es ist ein Hobby, aber es ist ein Hobby, mit dem ich auch ein bisschen Geld verdiene. Und wenn das irgendwann mal größer wird, denn momentan reinvestiere ich das Geld, was wir einnehmen, wird man sehen. Vielleicht kann man damit als ganzes Team mal irgendwann was verdienen. Man weiß es nicht. Es ist halt ein Hobby. Ich stecke die meiste Kohle rein. Und jetzt geht es hier auch bei dem Kanal geht es jetzt auch gar nicht darum, dass wir Geld verdienen, sondern es geht darum, Leute, die Bock haben, solche Erfahrungen zu sammeln, die einfach Bock haben auf Aktionen. Dafür habe ich nicht die Eier. Nee, ganz, ganz krank. Ganz, ganz krank. Muss ich wirklich sagen. Um Himmels Willen. Kann ich einen Brutzeltest machen mit irgendwas? Boah, das Leichenwasser ist halt pervers, ne? Und die da gerne mitmachen möchten. Ja, und da suche ich einfach mal ein paar abenteuerlustige Leute. Und selbst wenn ihr sagt, ihr wollt nicht zum Elbköppe-Team, aber ihr wollt ab und zu mal mitkommen, das ist für mich auch in Ordnung. Es muss nicht fester Bestandteil vom Elbköppe-Team sein. Mir geht es darum, ich suche speziell Leute, die Bock haben, im Wald mal was zu machen. Und nicht immer nur eine Übernachtung zu machen. Weil bisher haben wir es nie hingekriegt, mal richtig was hinzukriegen. Weil ich sag's auch im eigenen Team, sehr viel, wenig Zeit und sehr viele Ideen und nichts. Ich muss da mal Tacheles reden, nichts davon umgesetzt wurde. Ich verstehe das, weil alle arbeiten viel. Ich durchaus Verständnis dafür, aber es frustriert irgendwann trotzdem. Und ich habe eben früher immer viel zu oft dann das angepriesen, so, ja, hier, wir haben das und das vor. Und das kam dann nicht. Und dann sind die Leute natürlich auch angepisst. Und das gibt's bei mir nicht mehr. Ich werde nichts mehr vorab nehmen. Aber ich sag mal, so ein Stichwort ist, für andere Kanäle unter euch und für andere Bewerber, also die Bock haben, einfach mal mitzuwirken oder mitzukommen. Katakomben in Paris zum Beispiel. Das wäre ein Projekt, wo ich mindestens 10 Leute zusammen haben will. Das mache ich auf keinen Fall mit 2 Leuten allein. Also zu zweit oder zu dritt. Da ist mir das zu gefährlich. Und das sind so Projekte, Katakomben, mal eine Tour nach Italien für ein paar Tage, mal eine Tour nach Spanien, Frankreich, was auch immer hier in der Umgebung ist, Dänemark, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, worauf es hinaus. Und da habe ich momentan nicht so zuverlässige Leute in meinem Umfeld, die das können oder wollen. Es gibt auch einige, die sagen aus dem Team, sie wollen es momentan nicht. Muss man einfach auch akzeptieren, ist in Ordnung, akzeptiere ich. Aber ja, wie gesagt, Fabi, Melina, Hamburg, das sind die beiden, die momentan wirklich sagen, sie Hamburg auf Lost Place, aber es fehlt ihnen einfach die Zeit. Melina macht nun mal eben nebenbei noch Fußball, das ist ihr sehr wichtig, die ist sehr viel verplant mit Fußballspielen, da kannst du nichts dran ändern, die ist sonntags immer verplant und Fabi arbeitet einfach wie ein Berserker. Fabi, falls du das Video siehst, du musst auch mal weniger machen, das weißt du. Aber er ist eben viel am Arbeiten und das akzeptiere ich ebenfalls und deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle, ich brauche wirklich zuverlässige Leute. Ich arbeite auch, ich weiß auch, wie das ist und es geht einfach darum, dass ihr, ja, wenn ihr Zeit habt und euch die nehmen könnt, dann wäre es auch schön, wenn es auch klappt. Also Schnacker werde ich ganz schnell absägen, sage ich ganz knallhart. Wie gesagt, ich habe auch Familie, ich kriege sogar jetzt noch ein Kind nächsten Monat. Ich kann auch nicht immer. Gerade jetzt in den nächsten 3-4 Monaten wird es bei mir auch schwierig, da jetzt viel auf die Beine zu stellen. Aber meine Frau ist so, sie sagt, wenn da was für YouTube ist, was vielleicht auch was bringt, dann unterstützt sie das. Sie hat mich neulich auch ganz so unterstützt, sagt sie, dann mach doch mal das Projekt 48 Stunden da nach Österreich mit einem 49-Euro-Ticket hin und zurück. Das fand sie auch spannend. Und sowas meine ich halt. Man holt sich das Ticket, ne? Jeder von uns kann sich ein Ticket kaufen und dann fahren wir einfach mal nach Österreich und machen mal irgendwie 4 Tage, zeigen, dass es auch mit wenig Geld geht. Halt für solche Aktionen brauche ich Leute, die da Bock drauf haben. Es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass ihr ins Elbköppe-Team seid, dass ihr für den Kanal was macht. Weil ich bin ehrlich, Leute, die Videos schneide ich. Es ist meine Arbeit, ich sitze hier, ich schneide das. Mir geht es darum, dass man auch mal die Kamera halten kann. Mir geht es darum, wenn einer auch Bock hat zu moderieren, auch mal was machen kann. Und wenn er ein eigenes Video machen will, auch in Ordnung, dann, ne, das ist überhaupt kein Thema, aber mir geht es jetzt nicht darum, dass ich Leute suche, die hier beim Kanal mitarbeiten, weil das muss man differenzieren. Ich verdiene mit dem Kanal fast nichts. Das, was ich verdiene, geht in den Kanal wieder zurück, denn ich bezahle jeden Monat eine Musik-Flatrate, damit ich hier Musik habe und lizenziert und so weiter. Das finanziert sich quasi selbst. Ansonsten, wie gesagt, geht es jetzt hier nicht ums Geld verdienen, sondern einfach erstmal ums Hobby. Was daraus wird, wenn das plötzlich explodiert, wie bei Martin zum Beispiel, dann können wir immer noch darüber reden. Dann kann ich Leute immer noch einstellen und mich selbstständig machen. Aber das ist Zukunftsmusik, Freunde. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr dran.
Aber wie gesagt, wer Bock hat auf so eine Aktion, ich will nicht immer allein los. Ich freue mich, wenn ihr euch bewerbt. Wie gesagt, mindestens 18. Bei Lost Place auf jeden Fall Erfahrung mitbringen. Gilt aber nicht fürs Pilgern. Wenn ihr beim Pilgern keine Erfahrung habt, aber gern wandert, kein Problem. Auch beim Bushcraft braucht ihr keine Erfahrung. Wenn ihr sagt, das ist mein Ding Bushcraft, guckt euch mal Videos von Saki an oder von Fritz Meinecke, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist nicht zwingend erforderlich. Das können wir, weil ich habe auch nicht so viele Erfahrungen. Oder wer sagt, ich habe mal Bock auf eine Fahrradtour oder so ein Experiment mit dem E-Scooter mal irgendwo hin. Habe ich auch schon überlegt, mal eine E-Scooter-Tour zu machen über mehrere Etappen. Oder. Ideen kann man viele haben. Nur wichtig ist, dass wenn ihr die Idee habt, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt, und das gilt auch für Leute, die vielleicht schon Familie haben, wie gesagt, ich verstehe das durchaus, aber wenn dann 3-4 Mal einfach klar wird, der kommt nicht und das ist in der Anfangszeit oder auch später dann immer mehr diese Absagen, nee, dann klappt doch nicht, ich habe Familie, dann braucht ihr mich gar nicht anschreiben. Das braucht ihr nicht tun. Das ist Müll, das brauche ich nicht. Weil das ist kein Müll, es ist Schwachsinn. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist für mich dann einfach nur vertane Zeit. Deswegen suche ich Leute, die auch wirklich Zeit haben, die sich die Zeit nehmen können, auch neben Beruf, auch neben der Familie. Alles verständlich, und wenn dann mal das Kind krank ist, ist das Kind krank. Das sind alles Gründe, wo man drüber reden kann. Aber ganz oft war es zum Schluss so, dass einfach nichts mehr kam von vielen Leuten. Und deswegen habe ich mich mit meinem Team, die es jetzt noch gibt, die 4 Leute, besprochen. Und wir haben da Regeln aufgestellt. Die größte Regel ist auf jeden Fall 18. Zeit haben. Und wie gesagt, beim Lost Place mindestens 2 Jahre Erfahrung. Mindestens. Ansonsten, und auch regelmäßig auf Lost Place Tour. Ich weiß, das blinkt wieder, Freunde. Das wird demnächst besser. Ja, Freunde, ich habe euch jetzt lange genug vollgequatscht. Wie gesagt, schreibt mich an. Andere Kanäle, fühlt euch eingeladen. Mit einem habe ich schon Kontakt von einem anderen Kanal. Ich werde dazu dann nochmal, wenn es soweit ist und ich genug Leute zusammen habe, dann werde ich darüber mal sprechen. Und was ganz essentiell wichtig ist für Leute, andere Kanäle können von weiter weg kommen. Wenn die sich die Zeit nehmen, hier in den Norden zu fahren, oder ich mache mir auch die Mühe, runter in den Süden zu fahren. Wichtig ist für die Leute, die regelmäßig dabei sein wollen oder sogar ins Elbköppe-Team rein möchten, ihr müsst aus dem Raum Hamburg kommen. Ihr müsst aus dem Speckmantel von Hamburg kommen. Maximum 20, 30 Kilometer drüber, wenn ihr ein Auto habt, weil sonst bringt das nichts. Wenn ihr kein Auto habt und ihr wohnt jetzt meinetwegen oben in Bad Segeberg, Kiel oder Lübeck, dann macht das keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn, weil dann wird es nicht funktionieren. Das ist klar und das wissen auch alle. Deswegen, es muss schon Umland von Hamburg sein. Hamburg selbst natürlich mit eingeschlossen. Ich sag mal, bis Uelzen, ne, oder von mir aus auch bis, ja, was weiß ich, bis kurz vor Bremen, wenn ihr ein Auto habt. Ne? Ansonsten, wenn ihr keins habt, aber sagt, ihr habt Bock auf Aktion, wäre es schon gut, wenn ihr hier aus dem Speckmantel kommt. Meine Grenze wäre, sag ich mal, damit ihr ungefähr einen Abstand habt, wäre so Hamburg-Uelzen und das im Umkreis. Ne? So Zeven wäre da zum Beispiel noch drin, Elmshorn vielleicht noch. Das sind alles so Sachen, da kommt ihr mit der Bahn auch relativ schnell hierher, weil das alles der Hamburger Verkehrsverbund ist. Alles, was zum Hamburger Verkehrsverbund gehört, sag ich mal, ohne Auto, das ist reell machbar. Alles darüber nicht, da braucht ihr ein Auto. Schreibt mich an, E-Mail-Adresse ist hier unten unter der Beschreibung drin. Und ja, ansonsten, Leute, wünsche ich euch allen noch eine schöne Halloween-Zeit. Ihr seht ja, es ist immer noch Halloween hier. Muss jetzt auch gleich noch ein nächstes Halloween-Video machen und verabschiede mich von diesem Video. Schreibt mich an. Ich freue mich auf eure Texte, auf eure E-Mails, auf eure Kontakte bei Instagram. Ich sage ciao auf erbköppe.tv und am Wochenende gibt es wieder ein normales Video. Bip, bip, bip.